Yin und Yang, das Symbol, welches für Gleichgewicht steht. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. Auch diese Zyklen finden wir in der Natur wieder, zum Beispiel Tag oder Nacht oder der Vorgang der Kompostierung. Diese sind natürlich auch immer im Gleichgewicht und wechseln sich ab. Auch der Mensch muss seine Mitte immer wieder finden und dabei können wir von der Natur sehr viel lernen und daher ist es auch sehr wichtig, immer wieder zum Wald zu gehen oder zurück in die Natur, um sich zu besinnen, um vom Alltagsstress wieder ein bisschen runterzukommen und sein Qi aufzuladen. Daher möchte ich euch in dieser heutigen Episode von Raw to 70 die Vorzüge und Vorteile aufzeigen, welche man erhält, wenn man sich regelmäßig in die Natur, in den Wald. Wer die Natur als göttliches Organ leugnen will, der leugne nur gleich alle Offenbarung. Rat, Post und Comments, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Raw to 70. In der heutigen Episode möchte ich euch einfach die Vorteile und Vorzüge aufzählen, die man hat, wenn man sich in die Natur oder in den Wald begibt. Zuallererst ist es einfach im Wald so ruhig und still. Man hört einfach das Vogelgezwitscher und ihr Gezwitscher ist halt auf der Frequenz von 432 Hertz, welches für den Mensch bzw. für die Erde der Urton ist, sozusagen auch das Ohm, welches auch die Mönche zum Beispiel in ihren Gesängen verspüren. Das ist einfach der Urgesang und auf diesen Schwingungen bzw. auf diese Klänge befindet sich halt eine bestimmte Resonanz, auf die wir positiv wirken und das ist einfach beruhigend und ich finde halt einfach zum Beispiel im Vergleich zu diesen Radio- oder Popmusik einfach, da fühlt man sich einfach wohl und im Vergleich zu diesen Radio- und Popmusik, da ist es halt irgendwie, da fühlt man sich schon diese Manipulation oder diese Hektik, die man verspürt, beziehungsweise die ich jetzt auch schon selbst verspüre. Zudem ist es halt im Wald schön ruhig und still. Und der zweite Punkt, der Lärm in der Großstadt oder bei mir auch ab und zu im Dorf, wenn es eine vielbefahrene Straße ist, da fahren halt immer viel, ist halt viel Verkehr los, die Autos fahren. Eventuell, wenn man in einem Wohnviertel ist, hört man Geschrei, Fernseher, nervtötende Musik in meinen Augen, zum Beispiel diese Popmusik, wie ich vorhin erwähnt habe. Und das ist halt recht nervend aufreibend und dieser Lärm ist natürlich auch nachweislich ungesund. Und zu diesem Lärm, das führt dann auch zu dieser, das ist einfach ein Beitrag zu dieser Reizüberflutung, die man allgemein hat, die zum Beispiel in der Stadt einerseits der Lärm, natürlich dann auch für die Augen, wenn man sich jetzt in die, wenn man jetzt in der Stadt lebt, zum Beispiel die ganzen Warnlichter, die Rotlichter, die Blinklichter, das wirkt halt natürlich auch alles auf den menschlichen Körper und das ist halt auch sehr unnatürlich, wenn man sich jetzt hier in so einem Wald betrachtet, da hat man nicht diese Warnlichter, diese roten Warnsignale zum Beispiel oder diese Blaulichter, die natürlich auch einen aufpushen und wahrscheinlich auch hier mit den Hormonen etwas einfach Stress verursachen und eventuell auch Cortisol ausstoßen. Und hier im Wald ist es einfach so, es ist einfach grün, man sieht die ganzen Bäume, nicht so viele Warnlichter und es ist einfach viel, vieles ruhiger und angenehmer. Und zudem hat man auch hier diese frische Luft. Keine chemischen Düfte wie Parfüme oder sonstigen Deos oder Autoabgase, die man einatmet, sondern einfach hier hat man frische Luft von den Bäumen, von der Erde, die sich gerade langsam zersetzt. Diesen schönen Humus- und Waldgeruch hat man hier und da ist einfach beruhigend und da kommt man einfach zur Ruhe und ja, da hat man ja zur Ruhe und zur Frieden, sag ich mal. Und diese ganzen Faktoren, diese Reizüberflutung, führt da auch dazu, dass man ja weniger
konzentrationsfähiger hat, also die Konzentration wird dadurch beeinflusst. Man hat auch einen Mangel von Aufmerksamkeit, man ist halt ständig abgelenkt und das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Lernfähigkeit. Dritter Punkt ist einfach die elektrischen Medien. Also wenn ich persönlich in den Wald gehe, dann ist es jetzt so, bis auch jetzt hier mit YouTube, wenn ich hier die Aufnahme mache, dass ich mein Handy oder sonstigen elektrischen Medien einfach nicht mitnehme und einfach die Wald sozusagen genieße. Es ist halt einfach so, dass in unserer heutigen schnelllebigen Gesellschaft ist es so, dass viele Leute durch ihr Handy einfach zu schnell abgelenkt sind. Sie können sich nicht mehr auf die Tätigkeiten konzentrieren, nicht mehr im Moment leben und sich einfach ihre Tätigkeit bewusst machen, sondern checken ständig ihre E-Mails, schauen, was auf Facebook los ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass, wie gesagt, wie vorhin noch bei dem Lernen, dass wir uns ablenken, unsere Konzentration schwindet und dadurch auch unsere Lernbereitschaft bzw. unser Hirn dadurch auch in Vernachlässigung gerät, weil unser Hippocampus lernt halt durch tiefes Lernen, das heißt, durch je mehr Sinneseindrücke wir aufnehmen und uns auf eine Tätigkeit fokussieren, desto mehr Verknüpfungen entstehen und diese Verknüpfungen werden dann dadurch in die Großhirnrinde, also in unserem präfrontalen Kortex abgespeichert. Je mehr Sinneseindrücke wir während einer Tätigkeit aufnehmen, also zum Beispiel Geruch, unsere Hände, also motorische Tätigkeiten mitmachen und unser Gehirn wirklich strikt auf etwas fokussiert sind, wir auch kritisch reflektieren, desto mehr Verknüpfungen entstehen und die werden halt dann, wie bereits erwähnt, beim präfrontalen Kortex abgespeichert. Da kann ich auch zum Beispiel ein Zitat von Pestalozzi, der zwischen 1946 und 1927 gelebt hat. Er hat gesagt, wir lernen durch Hand, Herz und durch Gehirn. Und zum Beispiel, wenn wir auf dem Smartphone lernen, dieses Wischen zum Beispiel, das ist einfach nur eine banale Tätigkeit, sage ich mal. Und das fördert zum Beispiel nicht unsere motorische Fähigkeit. Da ist es auch zum Beispiel besser, Kleinkinder nicht vor elektrischen Medien bzw. diesen Konsum für Kleinkinder zu beeinträchtigen, um ihre Gehirnentwicklung auch wirklich zu fördern. Zudem ist es halt auch so, dass neben der Ablenkung dieser elektrischen Medien auch diese Filme, zum Beispiel im Kino, diese ganzen Actionfilme oder wo auch Vergewaltigungen und Morde passieren, zum Beispiel die ganzen Krimiserien, die auch zu einer gewissen Abstumpfung in der Gesellschaft führen, dass man das als sozusagen akzeptiert, dass Gewalttaten, Vergewaltigungen in unserer Gesellschaft gang und gäbe sind oder zum Beispiel Terroranschläge und wir dann dementsprechend abstumpfen und wir einfach sagen, wenn solche Gewalttaten passieren, dann nehmen wir es halt einfach mal so hin, hinterfragen es nicht und sagen, man soll sich nicht so emotional oder wie eine Pussy benehmen und das einfach mal hinnehmen wie ein Mann oder so. Und das ist halt auch so eine gewisse Abstumpfung, die auch in der Wissenschaft beziehungsweise immer wieder auftritt, dass es zum Beispiel auch bei Videospielen auch vorkommt, je länger man sich zum Beispiel Ego-Shooter widmet, desto mehr stumpft man ab. Und zudem wirkt sich auch die hochfrequente Strahlung negativ auf unsere Körper auf, also unsere Stromstärke des Körpers ist bei 0,2 Mikroampere und zum Beispiel die Stromstärke eines schnurlosen Telefons ist 0,2 Ampere, also 50 Milliarden Mal höher und da ist es halt auch wieder das Problem, dass diese starke Stromstärke die elektrischen Impulse in unserem Körper mit beeinträchtigen. Unser Körper führt 1 Billion elektrische Verbindungen durch und die steuern sozusagen mit Hilfe der Biophotonen die Zellkommunikation und den Stoffwechsel. Und wenn das halt gestört wird durch diese hochfrequente Strahlung, dann bekommen wir irgendwann, wenn wir diese auf Dauer ausgesetzt sind, chronische Krankheiten. Es kann
zum Beispiel Krebs entstehen, der Stoffwechsel wird beeinträchtigt und ja, es wird einfach Stress sozusagen verursacht, der sich nachhaltig auf unser Empfinden, auf unsere Gefühle und Emotionen auswirkt. Zum Beispiel der zirkadiane Zyklus, also die Zirbeldrüse, die das einleitet. Da wird zum Beispiel unser Melatonin-Spiegel beeinflusst, beziehungsweise die Ausschüttung unseres Melatonin-Spiegels. Und das beeinflusst halt, wird halt durch unsere Zirbeldrüse mit beeinflusst. Letzten Punkt möchte ich noch ein bisschen philosophisch werden, also was wir halt aus der Natur lernen können, wenn wir uns einfach hier in die Natur begeben, einfach mal den Boden anschauen, die Pflanzen, die Ameisen oder wenn er auf einem toten Baumstumpf ein Pilz wächst, was können wir daraus lernen? Einfach, dass ja jeder einen Zyklus hat, also dieser natürliche Zyklus. Jedes Lebewesen hat seine bestimmte Aufgabe und seine Existenzberechtigung. Jeder Pilz hat eine Aufgabe, auch wenn es von außen scheint, dass er zum Beispiel den Baum töten wird, was eigentlich nicht der Fall ist. Oder dass die Ameisen einfach ihren Haufen haben und die Wildkräuter einfach Beikräuter sind und einfach wachsen. Weil wir Menschen zum Beispiel in der Gärtnerei sehen es halt so, wenn wir zum Beispiel viele Ameisen haben, Schneckenbefall oder viele Beikräuter haben, wie zum Beispiel Brennnessel, Giersch, Schafgarbe oder sowas, dann sehen wir das als negativ an. Sie nehmen zum Beispiel die Nährstoffe von unserem Kohl, von unserem Möhren, von unserem Salatkopf weg und wir reißen das halt als raus oder die Schnecken, die halt unsere Salate aufessen, dann tun wir gleich mit chemischen Mitteln diese bekämpfen. Eigentlich ist es einfach nur ein Gedankenbild des Menschen, welches daraus resultiert, dass er halt nicht mehr in Einklang mit der Natur lebt und einfach die Natur aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Deswegen haben wir halt diese ganzen Schädlingsprobleme, sage ich mal, in Anführungszeichen. Aber eigentlich ist es ein Kreislauf der Natur und wenn wir den halt wieder zurückführen, dann hat halt die Natur für jeden Menschen, für seine Bedürfnisse gesorgt. Andi schon gesagt hat, dass die Natur für jede Bedürfnisse des Menschen gesorgt hat, aber nicht für dessen Gier. Und da können wir halt einfach viel zum Beispiel für die Gärtnerei lernen, wie gesagt, mit der Kompostierung, den verschiedenen Pilzen, den effektiven Mikroorganismen und den Würmern, dass die halt alles langsam zersetzen zum Beispiel. Oder dass zum Beispiel, wie man Permakultur betreibt, weil wie ich jetzt hier ein bisschen spazieren gegangen bin, sehe ich halt immer wieder, dass zum Beispiel Brennnessel gerne bei Kreuzblütern wie zum Beispiel der Taubnessel in der Nähe wachsen. Und Brennnesseln sind zum Beispiel auch ein Anzeichen dafür, dass sie an stickstoffhaltigen und nährstoffreichen Böden wachsen. Und außerdem, wenn man sich hier so betrachtet, der Boden ist hier immer bedeckt. Also es liegt immer irgendwas auf dem Boden, der Kreislauf ist immer geschlossen, es wird immer irgendwas kompostiert und man hat dann hier diesen schönen Humus, der dann da entsteht, wo dann wieder neues Leben entsteht und das ist einfach hier so ein Kreislauf, also wie gesagt, der Boden ist hier immer bedeckt, dadurch wird Erosion vermieden und die Ausschwemmung von Mineralstoffen zum Beispiel. Ich hoffe, diese Episode von Road to 70 hat dir gefallen. Spasiba za prosmotre und genieß einfach die Zeit des Holzes, tank deinen Akku und deine Batterie mit wertvollen Qi auf. Es ist nämlich wichtig, nach diesem langen Winter einfach mal wieder Kraft und Energie zu tanken. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit. Und wir sehen uns in dem nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dahin. Ciao. Schönen Tag noch. Ja. Guten Tag, danke.